Firmengründern, Unternehmern oder kreativen Menschen eine Plattform geben, um sich auszuprobieren. Das war der Hintergrund, dass ein Kurzzeitladengeschäft in der inneren Schneeberger Straße 14 in Zwickau eingerichtet worden ist. Heute nun hat die erste Mieterin das Geschäft für sich in Besitz genommen. Bereits vor einigen Wochen wurde die Box den Medienvertretern vorgestellt. Die Box ist eine Maßnahme der AG Zwickau im Rahmen des Regionalbudgets des Landkreises Zwickau 2019 bis 2022. In der AG Zwickau arbeiten IHK, Handwerkskammer, Städte, Landkreis und Unternehmen für eine attraktive Wirtschaftsregion Zwickau. Projektkoordinator ist das BIK Zwickau. Heute nun ist die erste Mieterin in die Box eingezogen. Sarah Linke ist vielen in der Stadt keine Unbekannte und auch ihr ist Zwickau vertraut. Stimmt, ich habe ja in der WHZ studiert, in der Außenstelle in Schneeberg, habe dort meinen Bachelor gemacht und meinen Master. Dann haben wir dich wieder gesehen zur Mercedes Fashion Night 2015 und 16. Genau, da waren wir hier im Bürgersaal, im Rathaus und da sind meine Abschlusskollektionen mitgelaufen. Das war ja ein krönender Abschluss vom Studium, das war wirklich schön. Dann haben wir dich in diesem Jahr zur Mercedes Fashion Night mit deiner Kollektion gesehen. Du hast viel Applaus bekommen und dann ist schon vorher ein Entschluss gereift, die erste Mieterin hier in der Box zu sein. Genau, also erstmal die Fashion Night war natürlich ein großartiges Event, auch um dieses Unternehmen, was im Juni, was ich gegründet habe, nochmal ja, zu feiern und diese Eröffnung zu zelebrieren. Und das mit der Box ist eine wunderbare Gelegenheit, hier neben der Stadtbelebung auch dieses Bewusstsein für regionale Produkte zu fördern. Wenn du genau was sagen sollst zu deiner Kollektion, was hältst du hier vor, was bietest du an? Also ich biete faire und transparente Produkte, die hier produziert sind und die natürlich aus tollen Stoffen sind. Ich kaufe auch regional ein, also maximal noch im deutschsprachigen Raum, aber ich habe auch Stofflieferanten 10 Minuten von der Firma entfernt und ja, es sind sehr nachhaltige Produkte. Ich habe auf biozertifizierte Waren umgestellt, sind ausgewählte Designs mit Liebe zum Detail gefertigt. Also die Schlafanzüge haben Paspeln und Spitzen und ganz viele Dinge. Ja, und einfach eine gute Passform. Und ja. Du hast den Wüstenbrand Arbeitsplätze geschaffen. Ja, das stimmt, beziehungsweise erhalten. 12 Personen waren angestellt. Jetzt werden wir schon ein paar mehr. Schon allein durch die Box brauche ich Personal. Wir brauchen in der Produktion Helfer und Näher. Ja, und so entwickelt sich das Stück für Stück. Du hast die Box bis zum 15. Dezember angemietet? Ja, das stimmt. Parallel sind wir noch auf dem Weihnachtsmarkt im Dezember und dann danach werden wir schauen, wie es in Zwickau weitergeht. Eventuell hat sich mit der Parfümerie Burger was ergeben, dass unsere Produkte dort weiter verkauft werden können hier in Zwickau. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was wünschst du dir von den Zwickauern? Ja, ich wünsche mir, dass die Konsumenten nachhaltiger einkaufen und bewusster und ja, dass die Box hier gut angenommen wird natürlich. Natürlich interessierte uns, wie es zur Zusammenarbeit zwischen Sarah Linke und der Parfümerie Burger gekommen ist. Als Ansatz konnten wir uns vorstellen, dass man bei Burger das ursprüngliche Sortiment von Pflege und Düften bereits in der Vergangenheit mit modischen Artikeln erweitert hat. Ja, das ist der Punkt, wo wir generell Interesse dafür gezeigt haben und dann ist es natürlich für uns wichtig, also da Sarah, ihr Konzept hat uns einfach gefallen, ich denke, das passt sehr gut zu uns, regional zu arbeiten, regional sich zu vernetzen und natürlich damit verstärkt auftreten zusammen. Ne? Wie wird das aussehen konkret? Ihr nehmt die Kleidung bei euch in den Laden? Genau, wir werden jetzt Mitte November erstmal mit einem kleinen Portfolio starten, gucken, wie die Sache so anläuft, was man vielleicht auch für Ideen zusammen entwickeln kann, um zu sagen, wohin kann die Reise gehen, welches Sortiment wird man dann pflegen, aber jetzt zu Weihnachten, in der Vorweihnachtszeit erstmal mit der Herrenkollektion starten. Also reden wir wieder von Vernetzung und Innenstadtbelebung. Genau, das ist ganz wichtig in den wilden Zeiten, die jetzt gerade sind, auf jeden Fall noch mehr. Groß war heute das mediale Interesse. Auch Repräsentanten der Stadt und der AG Zwickau waren mit vor Ort, als Sarah Linke die Tür zur Box geöffnet hat. Aufgrund der aktuell vorherrschenden Corona-Situation durfte immer nur eine begrenzte Anzahl von Menschen das Ladengeschäft in der inneren Schneeberger Straße 14 betreten. Mit dabei auch die Leiterin der Zwickauer Wirtschaftsförderung.
Frau Hempel, Abstandsregelung, Mund- und Nasenschutz. Wir sind heute hier in der Box und Sie haben eine Maske in der Hand, die hier hergestellt worden ist. Genau, von Jado eine Maske und wir haben das natürlich gleich aufgegriffen und sind natürlich im Design hier vorhanden. Es ist ja so, dass es lange angekündigt war. Wir hatten eine Pressekonferenz zur Eröffnung der Box und Sie freuen sich heute sicher, dass gerade so eine junge Designerin die erste ist, die hier ihre Kollektion vorstellen darf. Das ist natürlich eine super Geschichte für Zwickau. Das haben wir gehofft, dass wir so eine Botschaft hier senden können. Die Frau Linke ist hier unsere erste Mieterin für die Box und mein ganz klarer Aufruf an alle Zwickauer, wer jemand kennt, der hier eine Geschäftsidee hat und sich einmieten möchte, bis zum 31.12.2021 gibt es die Box hier an dieser Stelle. Die Frau Linke ist ja bis 15. Dezember hier, also alle, die sich interessieren, könnten sich jetzt jederzeit bei Ihnen melden, bei der Wirtschaftsförderung. Genau, bei der Wirtschaftsförderung bitte melden und wir bringen dann die Kontakte zustande und wir haben natürlich schon Anfragen, aber gern auch für nächstes Jahr noch ganz viel offene Zeiten. Viele der heute Anwesenden waren in der letzten Zeit sogar bis nach Wüstenbrand gefahren, um die anspruchsvollen Kollektionen im Bereich von Homeware und Nachtwäsche dort zu kaufen. Ab heute kann man die Produkte direkt vor der Haustüre erwerben. Geöffnet ist die Box immer von Mittwoch bis Samstag.